Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando. Und in der letzten Folge haben wir hier auf Kashyyyk Tarful den Wookiee-Anführer eskortiert, um seinen Wookiee-Widerstand erfolgreich in die Tat umzusetzen. Und ja, da sind wir relativ rigoros gegen die Feinde aus Trandoshanern und Separatisten vorgegangen. Allerdings, ja, haben auch die Wookies enorme Verluste erleiden müssen und jetzt ist auch noch zu allem Überfluss ein riesiger Kreuzer der Separatisten in einem Wookie-Baum hier auf Kashyyyk gelandet und stellt eine enorme Bedrohung für unsere Verbündeten, die Wookies, aber auch für uns selber dar. Und deswegen lautet unsere heutige Mission Suchen und Zerstören. Dafür wurden die Elite-Kommandos wie das Delta-Team auf Kamino ausgebildet. Eine größere Auseinandersetzung mit den Streitkräften der Separatisten ist nun unvermeidlich. Die beiden Seiten bewegen sich aufeinander zu und bereiten sich auf eine gewaltige Schlacht vor. Ja, und auf gewaltige Schlachten ist das Delta-Team ja eigentlich ja, eingestellt, wurde dafür ausgebildet, aber ich bin mal gespannt, wie wir uns heute so schlagen werden. Delta, sein Schiff der Separatisten ist auf der Krone dieses Baums gelandet. Sie müssen es zerstören. Tarful und seine Männer sind auf dem Weg in den Kommandoraum. Sie liefern von dort Informationen und taktische Unterstützung. Er hat einen Wookiee-Führer zurückgelassen, der ihnen hilft. Okay, dann führ uns mal. So viel zu unserem Führer. Na super. In der Zitadelle befinden sich viele Separatisten. Aber es gibt auch eine Reihe von Wookiee-Widerstandskämpfern. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Dies mögen es nicht, wenn Sie von Verbündeten beschossen werden. Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Ja, wer mag das schon? Friendly Fire ist generell nicht so geil. Ich glaube, nicht nur Wookies mögen das nicht. Und bleiben wir Superkampf-Kui denn. Da werde ich mich mal ganz traditionell auf Fixer. Warum gehst du da so nah ran? Jetzt kann ich die panzerbrechende Ladung nicht mehr einblenden. So, dann hole ich mir den halt von hinten. Zack. Weggemessert den Jungen. Okay. Ja. Stürmischer Auftakt schon mal zu dieser Episode. Keine Frage. So, klopfen wir mal an. Eieiei. Eieiei. Boah, was geht hier ab? Da habe ich gut aufs Maul bekommen. Da ist noch ein Wookie. Was zur Hölle? Ach du Heilige. Spindroide. Scheiße, was geht denn hier ab? Wow, wow, wow. Das war verdammt knapp. Ah, okay. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. 6-2, du machst mal den Scharfschützen. Ich versuche das Ding mal ein bisschen taktisch zu umrunden. Weil ich habe wirklich was abbekommen. Ziel eliminieren. So, das ist das einzige Ziel, aber trotzdem mal eliminieren, bitte. Autsch, autsch, autsch. Okay, ich hau erstmal alles drauf, was ich habe. Okay. 6-2, Granatenposition. Oh, scheiße. Positionieren Sie sich hier, Delta. Geh in Position. Und 7 geht mal in den Panzerbrecher. Kommt, Jungs, bringen wir dieses Ding zum Fallen. So, das waren meine EL-Detonatoren. Aber ein paar Panzerbrecher hätte ich noch anzubieten. Okay, der geht auf 7 anscheinend. Ich versuche mal, den optischen Sensor ranzukommen, dieses Riesending, dieser Bestie. Was? So, scheiße. Ja, der Wookie ist aus der Schusslinie. Ich hoffe mal, den können wir jetzt ausnahmsweise mal retten. Ich habe mir nochmal panzerbrechende Ladung geholt. Nein, Wookie. Oh, Fixer. Mann, Mann, Mann. Nein, das war aus Versehen. Ich wollte den Wookie wirklich retten. Und wenn er danach rangegangen wäre, hätten wir die alle im Nahkampf ausschalten müssen. Und Nahkampf ist gegen Superkampf-Druiden eigentlich eine ganz schlechte Idee. Tut mir wirklich leid, Fixer. Ich wollte es nicht, aber wenigstens haben wir diesen Wookie retten können, nachdem die anderen beiden schon gestorben sind. So. Dann wollen wir mal weiter vorrücken. Finden Sie den Kreuzer der Separatisten. Delta-Team, sichern Sie die Promenade. Die Promenade, Sir? Ruhe, 6-2. Ja, eine schöne Strandpromenade hier. Mit Blick aufs Meer, nein, nicht wirklich. Ja, mit Blick auf die Droiden. So, Fixer. Panzerbrechende Munition, Scorch, Scharfschütze. Oh, da kommen Droidikas. Habe ich noch irgendwas? Ja, ich habe Thermaldetonatoren. Was? Die Sammler hier haben sicher keine solchen Waffen.
Hier stimmt was nicht. Hier stimmt ganz gewaltig was nicht. Das kannst du laut sagen. So, das war's mit dem Druidika. Jungs, ihr könnt auch weiter. Ich hab hier einen Spinnendruiden. Jojo, sieben. Wir bleiben besser mal zusammen und greifen den gemeinsam an. Statt hier, eieiei, die Dinger fliegen auch reinweise in die Luft. Präzisionsschuss einleiten, Data. Sie erleben halt mal. Wo, passt auf, Raketen. Okay. Scharfschütze, Panzerbrecher und Granatenmanöver. Damit haben wir alle Manöver abgedeckt. Sollten das Ding fertig machen können. Eieiei, die waren knapp vorbei. Ich werde mich mal selber als Scharfschütze betätigen. Zack. Aber zwei Spinnendruiden. Also man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad des Spiels zieht hier enorm an. Wir sind im Endstadium angelangt. So, jetzt geh drauf, die Blechbüchse. Metallmonster. Ja, aber echt. So. Ach, sag bloß. Da kommt noch einer. Das ist mein Abschuss, 7. Komm schon. Das war ein bisschen früher, 7, hast du gemerkt, ne? Boah, was geht ab? Da sind noch mehr von den Typen. Okay, erstmal holen wir Fixer zurück. Eieiei, also. Knifflige Mission bisher, definitiv. So, aber ich habe die panzerbrechende Ladung im Anschlag. Das könnte hässlich werden. So, war's das mit den Jungs? Einige seiner Wookies sitzen in einem Hangar direkt vor Ihnen in der Falle. Tun Sie, was zu tun ist, Delta Team. Ach du Scheiße, diese Tanks, die hier hochfliegen, sind echt höchst gefährlich. Was war das? Die Wookies sind auf der anderen Seite dieser Tür. Alles wie gehabt. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Gegner. Sichern Sie den Raum und ermöglichen Sie den Wookies die Flucht. Verstanden, Berater. Fühle mich schon besser. Gut, also da sollte ich vielleicht die panzerbrechende Ladung ein bisschen wegpacken, wenn da Wookies drin sind, die wir retten sollen. Sichern Sie den Hangar, ja. Boah, heftige Auseinandersetzung hier schon. Also die Separatisten sind omnipräsent in diesem Bereich. Jetzt habe ich ein Granätchen. Nicht wirklich viel, leider. Okay, drauf. Positionieren Sie sich hier, Delta. Okay, verstanden, Berater. Wir haben Druidenträger. Gehen Sie in Position, Delta. Den knacken wir auch gleich mal. Danke. Hier haben wir Druidikas. Was, das habe ich nicht erwischt? Kollege, das würde ich nicht machen. Gleich habe ich's. So. Wir haben einen Wookie verloren. Wookie am Boden. Scheiße. Dann geben wir ihm doch die Chance. Ja, das war nicht so gut. So, hoch damit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen die Droidikas ablenken. Räumen wir hier ein bisschen um, Delta. Scheiße. Dürfen wir keinen weiteren Wookie verlieren? Ach, da hinten. Was geht ab? Stirb, Mann! Lass den Wookie in Ruhe. Boah. Huiuiui, ich glaube, den habe ich gerade noch so gerettet. Stirb, Mann! Okay, komm schon. So. Hoch damit. Und dann auch dieses letzte Druidika da killen. Sich gerade hinter 4-0 aufbaut. Du wirst heute keinem mehr was zuleide tun, du dreckiger Druide. So, Druidika am Boden. Gute Arbeit, wie immer, Deltas. Die Haupttür scheint defekt zu sein, 3-8. Sie müssen den Wartungsgang nehmen. Sprengen Sie einen der großen Treibstofftanks, um da schnell reinzukommen. Der rechte scheint leer zu sein. Versuchen Sie es damit, over. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Der Wookie kann jetzt mit dem Schiff abfliegen. Und wir sollen den leeren Treibstofftank sprengen. Ach ja, Grazil fliegt ja davon. So Jungs, ich glaube, das reicht. 7 hat ganz gut ausgehalten, wir eigentlich auch. Aber 4-0 und 6-2 mussten ordentlich was einstecken. Also die Kämpfe sind hier wirklich knifflig, muss ich sagen.
Finde ich persönlich zumindest. So. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Bin unterwegs. Da ist der leere Tank, der angesprochen wurde. Hier haben wir noch panzerbrechende Ladung. Nehme ich natürlich immer wieder gerne an mich. 5 Thermaldetonatoren haben wir, das ist gut. Du bist der Sprengstoffexperte, Scorch. Das solltest du eigentlich wissen. Sprengsätze platziert, 3-8. Okay. Ich glaube, wir haben hier auch nichts übersehen. Wir können weiter. In Deckung. Ziel zerstört. Hoch mit dem Ding und dann... Augen offen halten, Delta Team. Ja, werden wir weiter vorrücken hier. Was haben wir da denn Schönes? Erblicken meine Augen da etwa Blendgranaten und Sonargranaten? Jawohl. Damit haben wir den Granatenbestand schon mal ordentlich aufgebessert. So, und da geht's auch weiter. Die Jungs sollen sich nur noch mal kurz heilen, haben ja einiges abbekommen. Und ich denke, dann können wir weiter zum nächsten Levelabschnitt vorrücken. Auf geht's. Das Herz der Zitadelle. Sie müssen sich ihren Weg an den Babys vorbeibahnen. Oh, kleine süße Wookie-Babys. Negativ. Baby-Wosche-Bäume. Sie befinden sich im Garten der Wookies. Okay. Volle Deckung. Sichern Sie den Wooshier-Garten. Jetzt können wir unseren grünen Daumen präsentieren, oder wie sieht's aus? Okay. Wo seid ihr, Droiden? Von hier kriegen wir sie nicht. Das gefällt mir hier irgendwie gar nicht. Ach du Heilige. Die war dumm, die Granate. Ich zerquetsche euren Schädel. Ja, in ihrem Garten wimmelt es von Ungeziefer. Trandoshana. Allzeit überreizt. Wow, wow, wow. Scheiße, wir bräuchten mal eine Blendgranate für den Typen. Okay, gute Arbeit. 7. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Also Trandoshana sind hier. Da liegt auch die Dingsens nah, einfach mal die Minigun auszurüsten. Gut, 7, aber der nächste Abschuss gehört mir. 7. Der nächste Abschuss gehört mir, sagte ich. So. Wir räumen ein bisschen auf im Garten. Ungeziefer, Unkraut jäten muss man hier. Okay. Jetzt werde ich gerade gejätet. Scheiße. Scheiße, wir müssen aufpassen. 7 ist down. Okay. Minigun, 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 der ist geblendet. Okay. Kümmert sich bitte jemand um ihn. 7 zurückholen. Der hat ordentlich was einstecken müssen. So, dann können wir aber unsere Minigun auch Munition ein wenig auffüllen. Das ist schon mal positiv. Bams. Von hier haben wir freies Schussfeld. Konzentriere mich auf Ziel. Boah, also hier müssen wir wirklich unseren grünen Daumen rausholen. Dieses ganze Ungeziefer hier zu entfernen. Unkraut jäten im Wooshier-Garten. Was? Oh Mann, da haben sie mich definitiv erwischt beim Nachladen. Das war taktisch unklug. Aber diese normalen Söldner sind hier eigentlich machbar. Sag ich mal. So, nachladen das gute Ding. So, Nahdetonatoren. Und ich glaube, wir haben da schon wieder einen Typ mit Minigun. Sieben, wenn du ein wenig zur Seite gehen würdest, würde ich den Typen auch richtig schön durchlöchern. Yeah! Boah, diese Trandoshana sind äußerst gefährlich. Vor allem auf diesem engen Raum. Haben unser Team auch gut dezimiert. Oder was heißt dezimiert, aber zumindest sind wir allesamt angeschlagen. Haben Sie das gehört, Boss? Sie versuchen wohl durch die Tür zu kommen. Wir könnten Sie mit einer kleinen Granate begrüßen. Gute Idee. Ausgezeichnete Idee, Fixer. Ei, ei. Detonator platziert. Ich könnte auch noch eine dazu spenden, also hätte ich kein Problem mit. Granate! Trandoshana am Boden. Wir sind drin. Dann räumen wir hier mal auf. Jo. Ärger von V-Kommandos. Okay, bevor wir uns heilen, sollten wir erstmal hier... Die Tulsa des Separatisten hat sich ins Energienetz des Bounce eingeklinkt. Er zieht die ganze Energie von den Abwehrgeschützen ab. Wir wissen von Tarful, dass in diesem Wartungsgang einige Notstromaggregate stehen. Okay. Finden Sie die Generatorkonsole Alpha. Also wir müssen verhindern, dass der Kreuzer die ganze Energie für die Geschütze der Wookies hier in diesem Baum wegnimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, Jungs. Formieren. Wir decken Sie 3-8. Nicht zu weit weg, bitte.
So. Präzisionsschuss einleiten, Data. Geh in Position, Boss. Die Minigun ist auch gut aufgefüllt. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ja, Sir. Sie macht uns die Tür auf. Sie warten wohl auf uns. Lange werden Sie nicht warten. Trandoshana sind nicht gerade für ihre Geduld bekannt. True Story. Achtung, Granate! Okay, er dürfte durch die Granate eliminiert werden. Manöver abbrechen. 6-2, ich glaube, du kannst nach vorne kommen. So. Ja, mit der Minigun mehr oder weniger, ne? Aber geht durch. Ich liebe meinen Job. Oh ja. Ich auch 7. Manchmal ist man Gärtner, um das Ungeziefer wegzuräumen, manchmal Soldat. Das ist hier sehr vielfältig, das Aufgabenfeld im Delta-Team. Meine Lieblingswaffe, Sir. Warum auch immer? Was? Hier panzerbrechende Sachen sind, aber wahrscheinlich deswegen. Okay, Fixer, dann gehen wir mal vor. Na super. Der ist einer von der größeren Sorte. Versuchen wir ihn in den anderen Raum zu locken. Darin können wir unsere panzerbrechende Munition verwenden. Trandoshana sind nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Sagtest du bereits, aber das ist eine gute Idee. Fixer, wenn du da wegkommen würdest. Okay, alles klar. Dann könnten wir ihn wirklich hier reinlocken. Und mit den schweren Geschützen abfertigen. Hey, 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 7. Bisschen. Vorsichtiger. Ist mir ein bisschen zu unzimperlich, wenn man so will. Wie du da auf deinen eigenen Kollegen schießt. So, wir warten auf ihn. Ziel eliminiert. So, das war gute Arbeit, Jungs. Sehr effektiv. Der dürfte auch wieder meine Minigun nachfüllen. Da ist sie, ja. 353 Schuss, das ist nicht schlecht. So, wo haben wir denn diese Konsole, von der Berater sprach? Die bin ich ja immer noch am Suchen. Okay, so Nahgranaten sollten wir mal einsetzen. Da haben wir 5 Stück von, die sind voll. Okay. Seid ihr wieder am Start, Jungs? Habe ich da nicht was gehört? Das sind doch Schüsse. Von hinten. Diese Bastarde. Da müssen sie leider Bekanntschaften mit der Minigun machen. Das war's schon. Naja, Trandoshana sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Da ist ein kleiner Qualitätsverlust zu erkennen. Wobei, zu viert im Team haben wir natürlich auch nach diesen ganzen Missionen, die wir bereits erwartet, durchgestanden haben, wenig Probleme mit denen. Bleibst du wohl stehen? Ja, die Beute ist hier, genau. Ihr seid doch am Start jetzt. So, runter kommen sie alle. Mit eurer Präzision terminiert. Noch einer weniger. Gut, dann wollen wir mal weitergehen, Jungs. 4-0 hat ein wenig was abbekommen, deswegen soll sich Fixer mal heilen. Prozedur einleiten, und auch wir könnten uns einen kleinen, aber feinen Schuss Bagda setzen. Okay. Heißt das, hier ist die Generatorkonsole Alpha? Ja, Sir. Zustand normal. Wartet mal kurz auf Fixer. Der heilt sich gerade noch. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Deckung, Granate! Los, los, los! So, so nahe Granaten hatte ich gesagt. Das war sogar eine zu viel. Da ist das erste Notstromaggregat. Hacken Sie sich in die Steuerung und aktivieren Sie es. Verstanden, Berater. So, da haben die Sonargranaten doch einen ganz guten Einsatz gehabt. Gut. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Na, wobei. Sie haben keine Chance gegen mich. Delta, formieren Sie sich. Ich glaube, hier wären die besseren Sie Positionen, haben keine gegen mich. Um den Hacker zu sichern. 4-0, der Experte. Hacken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Macht das natürlich. So. Hacken Sie die Generatorkonsole Alpha. Sieht geil aus hier. Für einen Baum ist er schon relativ Hightech-mäßig. Was zur Hölle? Spritz. Ja, Spritz. Elite-Gionosianer mit ihren Flammenwerfern. Nicht nett. Ich glaube, auch ich sollte mal lieber in den Scharfschützenmodus gehen und meine Brüder hier assistieren. Okay, Fixer. Wir geben dir Deckung. Scheiße, der war vorbei. Danke. Da haben wir noch einen. Boah, die fliegen schon schnell. Also es ist nicht einfach, die anzuvisieren, die Jungs. Okay, ich muss nachladen. Wie sieht's aus, Fixer? Okay. Boah,
präzise Scharfschützen hier. Boah, so fixer. 5 Sekunden. Noch hat niemand wirklich was abbekommen, weil wir die so gut wegsnipern. Das war lustig. Das Licht ist gerade angegangen. Bestätige, Alpha-Generator online. Nice. In Position. So, da wir die Minigun jetzt lang genug hatten, denke ich mal. Findet diesen Planeten noch jemand eigenartig? Gehen wir jetzt mal auf die Elite-Strahlenwaffe. Denn heute steht gerösteter Trandoshaner auf der Speisekarte. Mülü à la cuisine. So, finden Sie die Generatorkonsole Beta. Alpha hat Strom, jetzt muss noch Beta angeschlossen werden. Auf wen wartet ihr denn? Ja, was ist jetzt? Geröstet werdet ihr. Seid ihr am Start, Jungs? Gut. Okay. Schalten Sie sie von dort aus, Beta. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. 4-0 Hektars. 7 geht dahin. Immer noch eine Scharfschützenposition, eine zweite. Wäre recht vorteilhaft. Wenn wir die hätten, weil dann könnte 6-2 auch snipern. 4-0 hat auch ein bisschen was abbekommen. Yes! So, immer weiter flambieren die Typen. Das war erst der Anfang. 40 Sekunden, also ein bisschen müssen wir hier schon noch aushalten. Ah, verdammt, okay. Bin tatsächlich leer geschossen. Boah, 7 hat auch gut was abbekommen. Fixer, Beilung, 24 Sekunden. Kann man das nicht beschleunigen? So, den hätten wir. 6-2 hat auch gut was abbekommen. Da klebt er doch an der Wand. So, 2 gezielte Schüsse. Und der macht keinen Atemzug mehr. Der ist unten abgetaucht. Und wir haben Strom. Beta-Generator online. Das habe ich gemeint. Ein Generator mitten in einem Baum. Wenn das nicht seltsam ist. 7. Wenn das hier vorbei ist, schicke ich Sie höchstpersönlich in Urlaub. Kehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Ja, mich bitte auch 6-2. Ein bisschen Urlaub könnte ich vertragen. Gesetzlich habe ich noch Anspruch auf ein paar Tage. Okay, der Rest unseres Teams hat ordentlich was abbekommen, aber wir sehen eigentlich noch... Ja, ist in Ordnung, Berater. Sieht noch relativ fresh aus, aber ob das so bleiben wird, ist natürlich eine schwierige Frage. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal über die Balustrade. Hopp und hopp.